Nach wie vor Christina Gerdes.
DFB-Pokal-Jägermeisterin. Das ist die Frage, ist jetzt hier auf Platz 5 an der Tür, vom HSV Köln. Geht jetzt vorbei auf die Schlüsselposition noch vorne. Wer auch immer kann vorne nicht mehr auf den Punkt gehen. Und Christina Gerdes, die beiden jetzt als Führungsduo in den deutschen Posten auf der Rückseite sind. So, wir haben das Führungsduo vor der Tribüne. Rücke wäre Hoffmann. Dann wäre Coutelier aus Köln. Karina aus Christina Gerdes. So, hier wieder 520 Karina Reich aus der Österreicherin im Feld. Jetzt dahinter Sarah Schmidt vom ASV Köln. Dann die beiden Kampfvorwinnen. Und jetzt geht's auf das Rückrund hier ins Mittelstadion. Die letzten 400 Meter für uns. Gerdes oder Stevatova. Auf einer Höhe. Die Hamburger hinten in der Vorne. Mit eurem Applaus auf die letzten 250 Meter. Auf geht's, Christina Gerdes und Maria Stevatova. Ja, jetzt sind wir mal gespannt, ob Christina sich durchsetzen kann oder ob die Tschechin noch mal kommt. Jetzt zieht sie vorbei. Maria Stevatova. Und das sieht sehr, sehr locker aus. Den Sieg, den lässt sich nicht vernehmen. Maria Stevatova. Spazza P4, ihr Verein. 9:27:35. Also die Minute schneller als die Siege im letzten Jahr. Aber auch hier haben wir natürlich wahnsinnig Zeit schon gesetzt. Hier draußen ist reich. Bei weitem nicht. Das ist die Top 6 unserer Meeting am nächsten. Die 3000 Meter der Frauen am Ende. Eine klare Sache. Dann leider die Minute die Spannung auf und bei 100.000 Meter. Ja, das hoffen wir natürlich, dass über 3000 Meter bei den Männern, die jetzt gleich anliegen, ein bisschen Spannung aufkommt. Da gibt es natürlich auch ganz klar die Leute, die 5000 Meter Lichter sagen, dass die eben um 13:40 zu Berlin und über 15 Meter nach die Bereich.